Hallo liebe Kinder, ich bin's, euer Martin. Auch in diesem Jahr habe ich meine Freundin, die Wildgans Auguste, für euch auf Reisen geschickt. Auguste ist bis nach Bolivien gereist. Das liegt in Südamerika. Da geht Auguste auf Entdeckungsreise und erzählt euch, wie die Kinder dort leben. Auguste hält Ausschau nach Kindern, die einen Freund brauchen. Einen Freund brauchen die, weil es ihnen nicht so gut geht oder weil sie über etwas sehr traurig sind. Auch ihr könnt für andere Kinder da sein oder etwas mit ihnen teilen. So wie der heilige Martin. Schaut selbst! Endlich bin ich angekommen. 2 Tage lang bin ich von Deutschland bis nach Bolivien geflogen. Auf dem Weg hierher habe ich viele hohe Berge gesehen. Auf einigen liegt noch Schnee und es ist ziemlich kalt hier. Boah, ich bin richtig müde. Der lange Flug hat mich ganz schön geschafft. Jetzt brauche ich erstmal ein Plätzchen zum Ausruhen. Plötzlich werde ich aus meinem Schlaf gerissen. Das Mädchen Janelle möchte ihren Hut haben, auf dem ich es mir bequem gemacht hatte. Ui, was hat Janelle denn da an? Sie hat ein buntes Tuch umgebunden und setzt sich ihren weißen Hut auf. Sie erklärt mir, dass man das so hier in diesem Dorf trägt. Und nur wenn sie ihre Oma auf dem Dorf besucht, trägt sie diese Kleidung. Ich darf ihren Hut auch mal anprobieren, aber es ist mir viel zu groß. Ich werde von Janelles Oma zum Essen eingeladen. Anders als bei uns in Deutschland sitzt man dort zum Essen auf dem Boden. Das Essen wird in großen Tonkrügen serviert. Und es gibt leckeren, selbstgemachten Käse und Kekse. Gemeinsam mit Janelle geht meine Reise weiter. Wir fahren zu ihr in den Kindergarten. Der Kindergarten befindet sich in der großen Stadt El Alto. Die Kinder freuen sich riesig über meinen Besuch und fragen mich sehr, sehr viele Dinge über euch in Deutschland. Einige der Kinder erzählen mir, dass sie oft von anderen Kindern aus der Stadt gehänselt werden, nur weil sie vom Dorf kommen. Das macht sie sehr traurig. Im Kindergarten aber lernen sie, dass sie sich dafür nicht schämen müssen und stolz sein können. Hui, im Minispielhaus gibt es so viel zu entdecken. Viele bunte Tücher, Tonkrüge und Musikinstrumente. Ein Freund von Janelle spielt mir ein Lied auf einer sehr großen Flöte vor. Die Flöte ist fast so groß wie er selbst. Und man nennt diese Flöte Quena. Ja, und jetzt ist meine Zeit in Bolivien schon zu Ende. Bevor ich jedoch meine weite Reise zurück nach Deutschland antrete, mache ich noch ein kleines Nickerchen gemeinsam mit meinen neuen Freunden. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jetzt habt ihr gesehen, wie Auguste eine Freundin für die Kinder in Bolivien geworden ist. So wie St. Martin. Auch ihr könnt euch für Kinder in Not stark machen. Denn ihr wisst ja, ob groß, ob klein, jeder kann St. Martin sein.